Vielen Dank, Fanny. Vielen Dank, Ralf, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir wollen heute über eine kleine Initiative, auch die von euch Autotask ausgeht, sprechen. Wollt ihr vielleicht ganz am Anfang eine ganz kurze Einführung geben und euch selbst vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin die Frau Sabo, Fanny Sabo, die Geschäftsführerin von der Firma Autotest GmbH. Bin seit ungefähr 3 Jahren in München und leite das Office hier in München. Ja, und ich bin Ralf Friedrichs, Gründer und Geschäftsführer von Cyberdyne. Wir sind seit guten 5 Jahren jetzt Autotask Partner, einer der ersten in Deutschland und sitzen in Köln, sind Managed Service Provider mit 34 Mitarbeitern und glücklicher Autotask-Kunde. Wunderbar. Gut, vielleicht, wenn wir dann ein bisschen tiefer darauf eingehen, die angesprochene Initiative. Fanny, magst du vielleicht sagen, welche Ziele damit verfolgt werden und vor allem, worum es dabei wirklich geht? Ja, gerne. Und zwar, die Initiative war ganz spontan. Ich hatte das Gefühl gehabt, wir machen immer wieder dieselben Initiativen global. Und zwar Trainings, Workshops, Kundenevents, Autotask Community Live-Veranstaltungen. Und ich wollte mal einfach eine neue Welle, eine neue Idee mit ins Spiel bringen. Das heißt, ich habe den Ralf in Köln besucht und habe die Idee gepitcht zu ihm, dass wir ein internationaler MSP Erfahrungsaustausch organisieren und dass wir jegliche Systemhäuser in Niederlanden, in Skandinavien und in Dublin, also in Europa, besuchen und einfach über deren Erfahrungen, Herausforderungen und Geschäftsideen austauschen können. Wo ich direkt ergänzen kann, eine super Idee, denn ich glaube, dass viele in unserer Branche natürlich auch gucken, wie machen andere ihr Geschäft. Und wenn du dann die Chance hast, auch mal über den Tellerrand zu schauen und auch ins Ausland zu fahren, dann ist es immer sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, für alle Autotask-Kunden ist es extrem hilfreich zu sehen, was machen die Kollegen in den Niederlanden oder in Dänemark oder auch in Irland und davon auch zu lernen dann. Ich denke, es hat sich deutlich bewiesen, dass es eine Anfrage gibt für sowas und dass man richtig viel lernen kann durch so Ja. eine Reise, dass man sich inspirieren lassen kann und neue Geschäftsideen bekommen kann. Dementsprechend werden wir auch im Q1 2017 eine MSP-Reise zusammen planen, ein Roadshow quasi, wo wir dann Systemhäuser bzw. nicht nur Kunden von Autotest, sondern auch Interessenten mit einbeziehen werden und einfach als eine offene Austauschplattform über die Ideen reden werden, die du jetzt schon erfahren konntest. Und natürlich machen wir mit der Initiative weiter und werden wir auch jegliche Orte dann in den USA besuchen, damit du dann weitere Systemhäuser kennenlernen kannst. Also ich finde die Idee auf eine internationale super User Groups und einfach eine offene Erfahrungsaustauschmöglichkeit. Und das haben wir nochmal darauf hingewiesen, Ja, dass es unbedingt machen ich halte soll. das für extrem wichtig, denn die Zeiten, wo wir halt so in unserem stillen Kämmerlein sitzen und uns selber überlegen, wie könnte ich da mein Geschäft entwickeln und was gibt es für neue Ideen, die sind definitiv vorbei. Ne? Der Markt entwickelt sich viel, viel zu schnell. Wir sind in einer der dynamischsten Branchen überhaupt und diese ganze Transformation, in der wir uns wirklich befinden, hat dann nochmal enorme Geschwindigkeit reingebracht. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir alle 4 Jahre jetzt ein neues Betriebssystem bekommen und dann können wir uns darauf einstellen, wie das irgendwie gemanagt wird. Es gibt ja laufend neue Themen und ich muss auch laufend entsprechend dranbleiben und viel agiler am Markt auch operieren. Und da hilft mir ein Netzwerk, da hilft mir der Austausch mit anderen Kollegen, die auch am Markt unterwegs sind. Und das kann und darf gerne über Deutschland hinausgehen. Ja? Also ich denke, da hat Autotask ganz klar einen strategischen Vorteil, dass sie weltweit, dass sie global agieren und auch Impulse aus anderen Ländern hier nach Europa, nach Deutschland bringen können und natürlich auch Partner weltweit vernetzen können. Ja, und das ist ein absoluter Mehrwert. Was würdest du Systemhäuser jetzt in Deutschland empfehlen, die uns jetzt noch nicht kennen? Wieso sollten sie auf so einer Roadshow teilnehmen? Ja, ich glaube, wenn man langfristig noch am Markt bestehen will und sich vielleicht jetzt auch schon Gedanken darüber macht, wo ist die Zukunft von meinem eigenen Systemhaus, dann brauche ich Partner an meiner Seite, die da Ideen haben und die mich unterstützen können und die auch noch die Tools haben. Ja. Und warum Autotask? Weil Autotask nicht nur die Tools hat, Autotask hat auch die Ideen, hat auch die Erfahrung jetzt aus dieser Roadshow, die ihr ja auch nutzen könnt, hat also viele, viele Ansätze, wie man in das Managed Service Geschäft auch einsteigen kann, wie man es vernünftig umsetzen kann, was die richtigen Tools dafür sitzt. Ihr habt die entsprechenden Berater ja auch an Bord und ihr habt eine Community zu bieten. Wir waren hier heute mit 40 Autotask-Partnern, ja, die sich aktiv austauschen darüber. Und das ist ja ein echter Mehrwert. Man ist also nicht alleine, man wird an die Hand genommen und kriegt Hilfestellungen da. Und das ist enorm wichtig, wenn ich noch keine Idee habe, was mache ich in den nächsten Jahren überhaupt. Ne?